Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Black Ops 2. Wir spielen mit der Tech 45, gewünscht von Bubble Fett. 1, 2, 3, 2. Pistol only. Herrschaft auf Jemen mit dabei in der Runde hat mit mir gespielt. Noob Thule. Ihr wisst schon, der Schreihals aus meinen Counter-Strike Source Videos. Und ich Fehler habe nur 2 anstatt 3 Abschussserien dabei. Einfach weil ich vorher sie geändern wollte, aber nicht ganz geschafft habe. Aber nein, ist ja auch egal. War an sich eine ganz gute Runde. Dafür, dass es nur Pistol Only war, ging es eigentlich. Mein Lieblingsspot auf Jemen. Auch mit nur Pistol. Bravo wird gesichert. Dabei habe ich das Reflexvisier übrigens auf der Pistole. Was eigentlich auch ganz cool ist, die TAC 45 oder TAC 45 ist eigentlich auch generell ziemlich eine coole Pistole. Plünderer habe ich natürlich auch dabei. Muss ja sein. Nicht so viel Munition und die Pistole ist ja nicht so durchschlagskräftig. Ich glaube, man braucht 2 Schüsse auf den Körper, um einen zu töten. Oder sogar mehr. Auf jeden Fall eine ganz okay Runde. Viel Flanken werden eingenommen und verteidigt. Und dann kam sie von rechts. Wir verlieren Alpha. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Alpha haben sie echt schnell eingenommen. Der Feind hat A eingenommen. Und Messerfehl und dann erschießt er mich eiskalt. Charlie gesichert. Wir verlieren Bravo. Wir verlieren C. Gleich kommt, glaube ich, das Rundenende von Runde 1. Ne, Quatsch, noch 1,40. Okay, ich krieg also noch öfters mal die EMP ab. Ich hole mir nämlich erstaunlich viele EMP gestörte Kills ein. Komischerweise schieße ich besser mit dem Reflexvisier ohne Rotpunkt als mit Rotpunkt. Und da kommt eine ganze Kolonie, die Bravo einnimmt. Und den töte ich nicht mehr. Aber gib ihm dann einen Headshot. Ist eine ganz coole Pistole. Sie haut eigentlich ziemlich gut rein. Gute Feuerrate, auch ganz präzise. Aktuelle Position halten. Also es gibt mit Abstand schlechtere. Ah, zum Beispiel die Executioner, die kann ich überhaupt nicht leiden irgendwie, keine Ahnung, sollte eigentlich ziemlich durchschlagskräftig sein, ist sie aber kaum. Zumindest das letzte Mal, als ich mit ihr gespielt habe. Da hat sie so gut wie 0 Damage gemacht teilweise. Das ist dann so ein bisschen fail. Wir verlieren Bravo. Abschuss bestätigt. Und wie gesagt, irgendwie schieße ich besser ohne Rotpunkt als mit. Alpha wird gesichert. Das war der Rundenabschluss. Bereit
machen für die nächste Runde. Es könnte natürlich ein bisschen schneller gehen. Mal gucken, wie weit wir sind. Wir sind im Moment auf Platz 1 mit 20 zu 7. 4 Eroberungen und 7 Verteidigungen. Knapp dahinter ist natürlich unser Partner Thule mit 16 zu 8 und 5 zu 4 Eroberungen, Verteidigung und Abschuss und Tode. Da hole ich mir das nächste Eroberte. Ich mag eigentlich den oberen Sporn mehr als den unteren. Und unheimlich gerne springe ich von diesem Gerüst nach unten in den Abgrund. Keine Ahnung, warum mir das immer passiert. Da sieht man leider, dass die Pistole doch mehr als 2 Schuss braucht. Und er kann mit seiner Sniper halt einfach durchspammen. Ist halt ein bisschen blöd. Die Situation passiert mir gleich nochmal. Also auf Distanz verliert sie halt echt übelst Damage. Da verfolgt mich die ganze Zeit so ein fucking RCK. Drohne nähert sich. Alle Flaggen gesichert. Aktuelle Position halten. Wir verlieren B. Wir verlieren A. Jetzt halten wir mal alle Flaggen. Verbündeter Blitzschlag steht bevor. Verlieren gerade A. Und ich treffe nicht, schade. Naja, egal. Eine Flagge dürfen sie haben. Komischerweise sind die Feinde in der Runde irgendwie ein bisschen besser, zumindest kommt es mir so vor. Ihr seht ganz vielleicht kriegt 3 oder 4 Hitmarker, glaube ich, und er stirbt leider nicht. Das ist verdammt nervig. Aber gut, die Pistole ist halt eben keine Sniper. Da kann man halt nicht so viel mitmachen. Zumindest auf Entfernung. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Aber für den Nahkampf ist sie ziemlich okay. Obwohl man natürlich sagen muss, die Cap 40 ist, heißt die Cap 40? Ich glaube. Diese vollautomatische. Ist, besser. Ist auf jeden Fall besser. Teilweise besser als ein MP auf dem Nahkampf. Akimbos auf der Waffe, also mit der KAP, ich glaube sie heißt KAP 40. Ist irgendwie das Nonplusultra. Also je nachdem, auf welcher Map man spielt oder auch welchen Modus man spielt, holt man sich damit einen Kill nach dem anderen. Die Dreierschusswaffe ist auch ziemlich übel. Sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf, obwohl sie im Fernkampf eben auch an Präzision durch die Salve verliert. Aber das sind so die Pistolen meiner Wahl, die ich gerne nehme, die ich lieber nehme. Auch lustig zu wissen ist, dass ich die Runde schon vorher gespielt hatte, bevor er gesagt hat, dass er die KAP, die Tech 45 möchte. Also hatte ich so ein bisschen Glück. Ich meine, ich hatte die Drohne noch nicht aufgenommen, aber schon mal gespielt. Bravo, wird gesichert. Leider kann man das nicht abbrechen. Oder kann man das abbrechen? Dieses Hochklettern, das wäre awesome. Feindliche Drohne nähert sich. Wir verlieren Bravo. Auf den Zeitplan ab. Ja, ich sag dazu nichts. Aber die Runde ist gleich vorbei, nur noch 20 Sekunden.
Wir sind trotzdem am Gewinnen. Und ich hole mir sogar noch mal den letzten Abschuss. In der Runde. Glaube ich zumindest. Mich erinnern zu können, dass ich auch hier den letzten Abschuss bekomme. Ja. Okay, Skaramok hatte eigentlich den letzten Abschluss. Aber naja, egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Lasst mir einen Kommentar, was ihr als nächstes sehen möchtet.